Ich spreche heute mit dem Hauptdarsteller des bahnbrechenden Films, der DVD-Ripper, und wurde gebeten, ihn auch in diesem Interview so anzusprechen. Herr Ripper, dies ist die erste wirklich große Rolle für Sie in Ihrer Karriere. Und wie wurden Sie entdeckt? Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich bin abends die Straße entlang gegangen und der Jürs kam auf mich zu und der sagte dann zu mir, ja, Sie haben genau den richtigen Gesichtsausdruck, ich brauche Sie. Das heißt, also Sie haben tatsächlich nie eine Schauspielschule besucht. Das ist ein reines Naturtalent, diese psychopathische Ausstrahlung und diese rohe Gewalt, die Sie verkörpern. Das können Sie einfach so abrufen. Was heißt rohe Gewalt? Der Jös sagte zu mir, bleib so, wie du bist und ein paar Weiber in die Kehle durchschneiden, das ist doch kein Problem. Ich finde diese Form des Method Acting faszinierend. Der Mann bleibt auch jetzt noch immer komplett in seiner Rolle. Warum ist denn hier das Licht so hell? Wollt ihr mir die Augen ausbrennen hier oder was, mein Gott? Das ist für die Lichtverhältnisse jetzt etwas ungünstig. Ich möchte Sie doch bitten, die Brille wieder abzunehmen. Das wäre vielen Dank. Wie muss man denn hier flachlegen, um eine Cola zu bekommen? Sehen Sie, da kommt sie doch schon. Ist der Piss warm, mein Gott? Habt ihr kein Eis? Mich würde interessieren, wie denn die Zusammenarbeit mit den beiden Hauptdarstellerinnen gewesen ist. Ja, das war ganz nett mit den beiden. Die eine hat einen ganz netten Arsch. Aber ich denke, das wird ein Interview mit mir. Was fragen Sie denn jetzt nach diesen beiden Torten hier? Gut, dann frage ich Sie, ob Sie mir nicht auch zustimmen, dass der Regisseur Jürs mit diesem Film praktisch einen Kommentar zur postfaktischen aktuellen Gesellschaft abgeben wollte, indem er die Gewalt auf eine geradezu faszinierend abstrakte, philosophische Art geradezu darstellen. So, pass mal auf, Schlaubi Schlumpf, stell mir mal vernünftige Fragen hier. Das kann ja kein Mensch beantworten. Komm, nächste Frage hier. Was ist denn mit der Cola jetzt hier? Ist überhaupt keine Kohlensäure drin. Trink mal selber die Dreckkacke hier durch. Dann wüsste ich noch gern, ob denn diese Szene tatsächlich in Ihrer privaten Wohnung gedreht worden ist. Denn das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich meine, da sieht doch nicht wirklich so aus wie im Film, oder? Nee, selbstverständlich. Das ist meine Religion. Ich habe über 3000 Horrorfilme. Ja, aber Sie können doch nicht, also stimmen wir doch zu, wenn Moment, ich sage... Moment. Ja, Schnulli, was los? 19 Uhr. Zum Goldenen Hummer, ja. Ja, natürlich das Ding am Hafen. Da waren wir schon zweimal, du dumme Nuss. Du steigst Stephanstraße aus und nimmst den 273er und fährst... Was heißt denn hier Taxi? Ich bin doch ja nicht die Wohlfahrt. Nimm gefälligst den Bus und sieh zu, dass du pünktlich bist, sonst gibt's einen Arsch voll. Ja, alles klar. Hau rein, du Trümmer, Leute. So, weiter. Gern. Wir waren bei der DVD-Sammlung und... ich wollte fragen, ob es nicht ein bisschen übertrieben ist, dass Sie so auf die Frau losgehen, nur weil sie halt ein paar DVDs zu Boden geworfen hat, versehentlich. Ja, wenn diese dumme Nuss nicht aufpassen kann, dann kriegst du halt die Rübe ab. Mein Gott, nur so einfach ist das. Ne? Herr Ripper, ich muss Sie wirklich bitten, die Zigarette vielleicht doch wieder auszumachen. Das ist in diesen Räumen wirklich überhaupt nicht gestattet. Und, Ihr Rauch stört mich. Ja, mich bringt da um und ich mache auch nicht so ein Trara. Gut, nächste Frage. Ja, ob es nicht etwas übertrieben war, so auf die arme Frau loszugehen, nur weil sie halt versehentlich ein paar DVDs zu Boden geworfen hat. Wenn die dumme Kuh nicht aufpasst und mir die DVDs kaputt macht, ja, dann kriegt sie die rüber ab. So einfach ist das. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, Sie würden doch jetzt auch nicht so auf mich losgehen, nur wenn ich vielleicht ein paar DVDs mal zu Boden werfen würde. Das ist ja nun nicht so dramatisch. Ja.